DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Rauschgifthandel, Entführungen, Auftragsmorde. Die sogenannte Mokro-Mafia aus den Niederlanden ist auch in NRW aktiv. Der von niederländischen Medien geprägte Begriff bezieht sich auf verschiedene kriminelle Banden, die seit Jahrzehnten vor allem in den Niederlanden und Belgien aktiv sind. Mokro ist zwar ein geläufiger niederländischer Slangbegriff für Menschen marokkanischer Herkunft, in dem Netzwerk sind aber auch gebürtige Niederländer und andere Nationalitäten aktiv. Die ersten Banden wurden in den 1990er Jahren auffällig, als sie nach und nach den niederländischen Handel mit Cannabis unter ihre Kontrolle brachten. Inzwischen engagiert sich das Netzwerk vor allem im internationalen Drogenhandel, insbesondere dem Schmuggel und Verkauf von Kokain. Aber auch andere kriminelle Aktivitäten werden dem Netzwerk zugerechnet. Zum Beispiel Geldwäsche, Raub, Entführungen und Auftragsmorde. International bekannt wurde die Mokro-Mafia im Jahr 2021, als der prominente niederländische Journalist Peter de Vries in Amsterdam auf offener Straße erschossen wurde. Der Mord stand offenbar in Zusammenhang mit einem Prozess gegen Ridouan Taghi, den Kopf einer berüchtigten Drogenbande. De Vries war Vertrauensperson des Kronzeugen, der gegen Taghi und seine Komplizen ausgesagt hatte. Zuvor waren bereits der Bruder und der Verteidiger des Kronzeugen ermordet worden. Die Auftragsmörder wurden im Juni zu langen Haftstrafen verurteilt. Taghi selbst konnte keine Beteiligung an dem Mord nachgewiesen werden. Er wurde aber wegen der Verwicklung in andere Auftragsmorde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, hatte der deutschen Presseagentur in diesem Zusammenhang gesagt, die niederländische Drogenmafia ist längst hier und NRW als Verkehrsdrehscheibe ist da ein Dreh- und Angelpunkt. Was man sich klar machen muss, das sind wirklich Täter von äußerster Brutalität. Der aktuelle Entführungsfall in Köln zeigt, dass sich die Mitglieder bei ihren Geschäften längst nicht mehr auf die Niederlande beschränken. Wenn Rauschgiftgeschäfte hier schiefgehen, werden sie auch hier Präsenz zeigen. Das lassen sie sich nicht gefallen. Neben Drogengeschäften werden den Banden auch eine Verwicklung in zahlreiche Sprengungen von Geldautomaten im Land nachgesagt. Der Fall Taghi offenbart das grundlegende Problem jenseits der Grenze. Manche Kolumnisten verglichen die Niederlande mit einem Narkostaat. Längst gelten die Seehäfen wie Rotterdam als Einfallstor für Kokainlieferungen aus Südamerika. Hunderte Tonnen werden laut Europol über diese Stationen nachgeschleust. Inzwischen ist das Nachbarland nicht nur berühmt für seinen Käse, sondern auch für seine synthetischen Drogen. Während Polizei und Justiz hierzulande jegliche Straftaten verfolgen müssen, entscheiden die niederländischen Kollegen, ob sie einem Verbrechen nachgehen oder nicht. So schraubten die Strafverfolger etwa den Kampf gegen marokkanische Geldautomaten-Sprengerbanden herunter. Da die Gangster überwiegend in NRW agieren, wurden die Ermittlungskommissionen bis auf eine eingestampft. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.